Finale 2018 vom schweizerischen Einzelcup-Sieger Finale. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, ein kurzes Interview mit ihnen zu machen. Wir nehmen uns nimmt es natürlich wunder, wie sie selber das Finale erlebt haben. Und es ist interessant, dass die Leute dann auch daheim das mal live miterleben können oder respektive hinten nachher mal anhören, was da für Eindrücke sind. Also in einem Finale, ich glaube, es ist eine tolle Ambiance. Und jeder versucht natürlich hier das Beste. Möglichst erfolgreich zu sein. Ich möchte euch allen vier ganz herzlich gratulieren. Zuerst mal für das Erreichen vom Finale hier. Unter den letzten vier, das ist sicher schon eine tolle Leistung, aber ganz speziell natürlich an Benni für seinen Cup-Sieg. Und ich glaube, es ist die erste Cup-Sieg, Benni. Richtig, stimmt. Es ist natürlich so, dass es fast ein bisschen wie Heimbahnen sind hier. Nicht ganz, aber so einigermaßen. Du bist sehr viel hier drauf und damit hast du sicher auch zu den Favoriten gehört hier. Und du hast, glaube ich, eine starke Leistung geboten. Nicht von Anfang an der Spitze gewesen, aber auf den letzten zwei Bahnen hast du dich ganz deutlich durchgesetzt. Wie war das für dich vom Gefühl her gewesen? Wie hast du den Finaldurchgang empfunden? Wir haben müssen schauen, dass ich mental gesagt bin. Dass ich wirklich meine, was ich vorgenommen habe, durchziehen kann. Mit dem Nachlängen. Und vor allem eben mental war sehr wichtig für mich. In welchem Moment hast du realisiert, dass das Sieg könnte Tatsache werden? Eigentlich die letzten 10 Würfe. Ich glaube auch, das hat man gesehen. Roger ist noch ein Fünfer reingekommen. Ich habe gehofft, im Moment, du machst noch einen Endspurt, Roger. Es hat aber nicht ganz gelang. Es ist dann wieder ein schlechterer Wurf gekommen, aber so ist das natürlich, das gehört dazu. Roger, wie war dein Gefühl? Es war wieder super gewesen, natürlich. Das Publikum war da gewesen und du hast gemerkt, wie sie dich anführen, in jedem Einzelnen. Und das motiviert dich natürlich wahnsinnig vorne. Der Benni hat heute von Anfang an nachgezogen, er ist immer dran geblieben. Und als ich noch meinen Fehlwurf gemacht habe, als ich böse war, jetzt muss ich die anderen zwei unter Kontrolle halten, der Benni, der hält ab. Roger, du als vierfacher Cup-Sieger bereits, wie ist das Gefühl für dich, jetzt in Anführungszeichen nur Zweiter zu werden? Bist du gleich zufrieden? Sehr zufrieden. Ich bin zum Braten bei rausgefallen, gegen den Herr hier nicht wahr. Und heute habe ich gesagt, jetzt eine kleine Revanche und jetzt bin ich froh, dass ich wieder im Finale drin war. Und es ist natürlich immer so, wichtig ist immer, dass du im Finale kommst. Und alles andere ist nachher das Glück. Ja. Aber ich bin happy. Ich bin total happy. Sehr gut, das freut uns. Ganz herzlichen Dank, Roger. Wir kommen zum Goran. Du warst Titelverteidiger und wir hatten eigentlich lange das Gefühl gehabt, du könntest es hier durchziehen. Nach der ersten Bahn warst du in Führung gewesen. Du hast über 200 gehabt. Dann ist es nicht mehr so gelaufen. Was hast du für ein Gefühl gehabt ab Bahn 2? Nein, das ist einfach so. Das ist überhaupt noch ein Wunder, dass ich im Finale komme. Das ist einfach nicht meine Bahn oben, aber ich bin jener Links-Links-Gegner als oben, aber. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht einfach gespielt und dann denkt man immer so an das, was wiederkommt. Das ist sicher keine schlechte Einstellung. Auf der anderen Seite spricht es ja von dir, dass du eigentlich hier eine gute Leistung oder eine tolle Leistung abgeliefert hast mit dem dritten Rang, obwohl du das Gefühl hast, die Bahn würde dir nicht zusagen. Ich nehme an, deshalb bist du gleichwohl zufrieden. Ja, richtig. Ja, da könnte ich sagen, jetzt am Schluss kann ich sagen, ich könnte die Bahn kegeln. Definitiv, ja. Und früher habe ich gemeint, das ist oben ab und so hoch oben ab kegeln, das ist eben ein bisschen schwierig. Aber links Bahn 3, das ist kein Problem, eine Bahn 3. Aber jetzt habe ich alle im Griff, darf ich nur sagen. Wir schauen das nächste Jahr im Kanton einfach. Sehr gut. Du hast es jetzt angesprochen, nächstes Jahr wird der Kantonenwettkampf hier in Luzern stattfinden. Und es ist interessant, wir haben jetzt aufgrund von der Tatsache, dass der Goran Titelverteidiger war und der Toni ist der Vertreter vom Unterverband Schweiz, also Cup-Sieger in der Schweiz, haben wir zwei Schweizer gehabt. Also das ist ziemlich gewappnet für nächstes Jahr. Ja, würde ich sagen, von dort her sind wir auch gut gewesen. Ich habe gedacht, er wird erst ich Zweiter, dann hätten wir Glück gehabt nachher. Gut, danke, ja genau. Toni, ich glaube, ich bitte dir nichts nach, wenn ich sage, du bist im Finale nicht einer von denen war, die man zu den Favoriten gezählt hat. Du hast aber starke Gruppenspiele gehabt, du hast deine Gruppe gewonnen. Jetzt im Finale ist es nicht so gelaufen. Trotzdem zufrieden. Und wie war dein Empfinden gewesen? Ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil ich habe gar nicht gerechnet, dass ich so weit komme von dieser Situation. Ich bin sehr schmal in einem so grossen Turnier. Und ich war zu wenig nervös im Finale, weil ich alles erreicht habe. Ich glaube, die Frau daheim war nervöser als ich beim Zuschauen. Aber es hat mir Spass gemacht. Das ist das Niveau von
von diesen drei Herren nicht haben können heben. Ja, das hat es halt gegeben. Ich bin ein bisschen müde geworden, aber die Zeit wird sich geben. Vielleicht haben wir mal die Chance, wer weiß. Danke. Danke dir, Toni. Aber trotz allem hast du auch einen hervorragenden Wettkampf hier abgewickelt. Wir haben tollen Wettkampfsport gesehen. Hier Kegel auf dem höchsten Niveau, ich glaube, das darf man sagen. Mit phasenweise außergewöhnlichen Resultaten, nicht nur hier im Finale, auch in den Gruppenspielen. Ich möchte nochmal hier einmal erwähnen, als erstes Resultat auf der Bahn 2 haben wir 217 Holz gesehen von Vertretern vom Unterverband Genf. Also ich glaube, das ist schon fast sensationell. Und auch andere Kegler haben immer wieder sehr, sehr hohe Resultate erzielt. In diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzliche Gratulation euch Firmen. Dir für den Titel, du bist so oder so nächstes Jahr wieder dabei. Wahrscheinlich wird auch der Zweitrangierte nächstes Jahr dabei sein. Und der Roger ist ja so ein bisschen Tourteilnehmer im Einzug. Vielleicht passt es dir nächstes Jahr mit den Bahnen wieder noch ein bisschen besser. Wir sehen es dann. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen zusammen viel Holz, viel Erfolg weiterhin. Und wir kommen jetzt demnächst zu der Siegerehrung. Merci vielmals.